zum Laser, ja doch, Laserbolts von Argento bzw. Funke. Ja, 7,2 Gramm. Ich denke mal, dass das so ähnlich ist wie die Bodenwirbel oder sowas wie die Moskitos von Leslie. So, dann kommen wir zum nächsten. Da habe ich mir von Florian sagen lassen, dass das wohl Spanish Cracker sind mit 30 Gramm. Höchstwahrscheinlich Kategorie 4. Ja, steht leider überhaupt nichts drauf. Sehr, sehr, sehr lange Lunte. Kann ich leider erst Silvester testen oder wenn ich nach Polen komme, aber ich glaube, dieses Jahr komme ich nicht mehr so oft nach Polen, wenn überhaupt. So, dann kommen wir zu einem gelblichen Böller. Ja. Hier sieht man noch die Stück Folie. Das ist der Goldfunder. Ja, Kategorie 4, 118 Dezibel auf 40 Meter Entfernung wohl. Ja, F4, hier seht ihr das. 42 Gramm plus minus halt wegen Toleranz, ne? Ja. Ist ein fettes Ding. Man hört auch nichts und der ist auch super verarbeitet. Auch schöne lange Lunte, sehr wichtig bei so einer NEM-Zahl. Dann kommen wir zum nächsten größeren Kaliber. Ja, eine kleine Babybombe, Kugelbombe. Das ist Green Tail to Green Wave with Crackling. 50 mm, ja, also 2 Inch oder 2 Zoll, was auch immer. Kategorie 4, ja, 55 Gramm. Das gleiche habe ich jetzt nochmal, ja, habe 2 bekommen. Aber diesmal Blue Dahlia with Crackling Stars. Sonst alle Zahlen gleich. NEM, ETC, alles gleich. Ja. Hatte ich selber auch noch nie. Generell hatte ich noch nie eine Kugelbombe. Dann wieder ein etwas größerer. Der große Deloveraner. 3 Zoll, 3 Inch, was auch immer. Kriege meine Finger nicht mal rum. Ja, 75 mm, Kategorie 4. Hat 60 Gramm. 130 Dezibel auf 50 Meter. Ja. Dann kommen wir jetzt endlich zu meinem Lieblingsartikel, worauf ich mich auch extrem gefreut habe, dass ich die auch drin habe, als ich die schon gesehen habe. Hat man ja am Anfang gehört. Fangen wir erstmal mit den Losen an. Da habe ich 4 Stück von ihm bekommen. Zweimal den grünen, ja, und zweimal den roten. Ich selber hatte die Screams noch nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein roter Verbrenner ist oder ein grüner dann. In dem Fall, oder ob das einfach nur eine andere Schrift ist und nichts bewirkt. Ja, 4 Stück in P1. Jeder hat 5 Gramm NEM. Ja, hier unten liegt schon BKS rum. Lecker. Dann kommen wir zum Funkenschlag 3. Jetzt schmeiße ich gerade mein Handy um. Perfekte Sache auf jeden Fall. So, Funkenschlag 3, wie erwähnt. Funke, logischerweise. Sagt ja schon der Name. Wir haben 10 Stück drin. NEM 50 Gramm in der Kategorie P1 müsste es sein. Ja, hier steht es. P1. Da. Genau. Mache ich mal auf das Ding. Also über die Dinger freue ich mich echt am meisten. Genau wie die nächstfolgenden jetzt noch. So sehen sie aus. Einmal grün, einmal rot. Ja. Extrem lange Lunte. Also die fängt hier oben an, geht hier einmal runter und dann da wieder hoch. Für die, die nicht wissen, wie lang die jetzt ist. Oder sich nichts darunter vorstellen können. Ja. Ist wohl eine Rarität. Soweit ich weiß, werden die, glaube ich, gar nicht mehr hergestellt. Es gibt nur noch jetzt Restbestände und sowas. Ja. Schade drum. War geiles Zeug. Beziehungsweise ist geiles Zeug. Dann kommen wir zum Tuono Blue. Der habe ich schon die Verpackung abgezogen. TB5. Auch extrem geiles Ding. Hat 70 Gramm in der Kategorie P1. Ja, 10 Stück enthalten. Hier sieht es nochmal. P1. Machen wir mal auf das Ding. Hier Kategorie P1 Scheierzeuger TB5 für Deutsch. Vor allem für Deutsch auf Deutsch. Ja, hier die Verarbeitung von dem ist jetzt nicht ganz so geil, aber schade ja den Böller nicht. Funke ist halt Qualität. 7 Gramm pro Böller. Also richtig krasse Dinger. Die sind auch sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Wenn ihr die irgendwo bekommen solltet, sehen solltet, greift die euch. So, und jetzt kommt mein Lieblingsartikel, den ich extra bis zum Schluss aufgehoben habe. Ich sehe gerade das Video schon wieder über 10 Minuten. Ich werde wohl 2 Parts wieder machen, weil so lange guckt eh keiner. Bam. Petard Shark 5 Gramm, also PS5 von Funke. P1, 70 Gramm. Extrem geil. So sieht der Spaß aus.
Oh, die haben es leider schon etwas mitgenommen. Ah, hier auch. Schade. Aber egal. Der Böller ist einfach nur geil. Zählt das gleiche wie von dem TB5. Wenn ihr die seht, krallt ihr euch. Sieht auch sehr nice aus, das Ding. Und im 350 Abonnenten Special wird der unter anderem auch vorkommen. Das muss ich jetzt die Tage mal irgendwie drehen, wenn ich Zeit habe. Genau. Aber im Moment habe ich andere Sachen um die Ohren. Ja, das war dann auch alles. Ja, er hat mir hier noch 3 Poster reingepackt. Ich zeige jetzt mal nur so viel. Ja, mehr darf man nicht zeigen, weil da kommt wahrscheinlich dann wieder pornografische Inhaltmeldung oder sowas von YouTube. Ja. So, jetzt zeige ich euch nochmal die ganze Übersicht. Das sieht so aus. Ja. Wie erwähnt, es ist alles gesponsert worden. Ich habe da keinen Cent für bezahlt. Ja. Aber nochmal, wie erwähnt am Anfang, guckt bei Flo gerne vorbei. Ich habe den unten verlinkt. Ja. Und dann lasst auf jeden Fall Like, Abo und Kommentar da bei mir und bei ihm. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, was höchstwahrscheinlich das 350 Abonnenten-Special sein wird. Und bis dahin, ciao.